Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen. Eine Menge Arbeit liegt vor uns. Da wollte wieder mal einer selber an seinem Autoschen was basteln. Was dabei rauskommt, seht ihr gerade. Denn ja, es ist so ziemlich alles hinüber. Ich habe da auch schon gesehen, ihr seht selber jetzt auch, die Zündkerzen sogar sind kaputt. Der hat ja wirklich alles kaputt gekriegt. So viel zum Thema Tuning. Naja, aber dafür wird er jetzt auch ganz schön was bei uns berappen dürfen. Deswegen bauen wir erstmal hier so ein bisschen auseinander, was wir schon mal alles als Defekt hier direkt sehen. Würde mich nicht wundern, wenn bei der Spielmechanik jetzt Keilriemen und Zahnriemen auch wieder kaputt wären. Können wir eigentlich gleich mal mitchecken. So mal aus Spaß. Wollen wir eine Wette eingehen, dass da auch noch was kaputt ist? Bestimmt. Ist ja in jedem Auftrag mittlerweile. Sag ich doch, ne? Kann man die Uhr nachstellen? Alles klar. Der ist kaputt, der ist kaputt. Dann wird wahrscheinlich der Riemenspanner auch defekt sein. Ja, war mir klar. So, wie sieht's hier aus? Okay, da ist diesmal alles hinüber. Na, die Wasserpumpe geht noch. Gut, ja, dann bauen wir das Ganze auch gleich mal ab. Da haben wir also auch entsprechend wieder ein bisschen Arbeit. Wow, es gibt also einen richtig dicken, großen Auftrag. Da ist ja so ziemlich alles hinüber, was nur geht. So, erstmal den Riemenspanner runter. Den Keilriemen V6 runter. Ne, Zahnriemen ist das hier. So, bo, bo. Okay, dann ist das auch erledigt. Dann können wir gleich auf die Rückseite gehen, weil da ist wahrscheinlich auch alles im A. Ach du lieber Gott, sieht das aus. Ja, also auf alle Fälle erstmal Zündkabel entfernen. So, Zündkerzen natürlich auch alle 6 durch. Ach, wunderbar. Ah, coole Sache. Ja, also, das Schlimmste an der Sache ist immer dieses mit der Maus so ganz genau hingehen. Damit man das auch entfernen kann. Einmal anklicken reicht da nicht. Ich will mir die erst angucken und dann möchte ich die rausholen. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Aber okay, damit kommen wir auch klar. So, und ich glaube, jetzt haben wir erstmal einiges. Wir gucken mal, was wir davon wieder reparieren können. Wenn da überhaupt irgendwas von wieder zu reparieren ist. Natürlich alles nicht zu reparieren. Wunderbar. Wir können also erstmal eine Runde einkaufen gehen. Und da werden wir sehr viel kaufen müssen. Also, ich hoffe, ich kriege das jetzt mal ohne zu lunzen alles so weit wieder auf die Reihe. So, ja. Also, wir brauchen den Keilriemen V6 einmal. Wir brauchen... Genau, Luftmassenmesser habe ich gesehen, war auch kaputt. Den lasse ich aber mal noch drin. Ich weiß nicht, ob wir den reparieren können. Nicht, dass ich da wieder so einen Bock schieße. Riemenspanner brauchen wir definitiv. Dann brauchen wir den Zahnriemen auf alle Fälle noch. Zahnriemen V6 brauchen wir definitiv. Und 6 Zündkerzen brauchen wir. Oh, da wird das Inventar mal richtig gefüllt. 2 Zündvorrichtungen brauchen wir noch. So. Ah, ich würde die ganz gern mal im 10er-Pack kaufen oder so. So, 2 Zündvorrichtungen brauchen wir. Die kosten auch nochmal richtig Geld. So, und Riemenspanner haben wir diese... Da fehlt doch noch was. Ich glaube, waren doch beide Rollen kaputt, oder? Moment mal, jetzt muss ich mal gerade gucken. Riemenspanner war klar, aber hier hatten doch da irgendwo noch sowas gehabt. Mist, das finde ich jetzt hier gar nicht. Oder ich weiß einfach nur nicht mehr genau, wie das heißt. Gucke ich nochmal schnell nach. Da hat man noch was. So, Zündvorrichtung war klar. Zündkabel. Zündkabel V6 hinten ist okay. Wo war das Zündkabel V6 vorne? Ah, wird mir zu unübersichtlich. Wir bauen erstmal das ein, was hier wieder in Ordnung ist. Verkaufen ist, dass wir mal so einen leichten Überblick kriegen. Ja, wenn wir schon dabei sind, bauen wir aber das hier gerade... Ah, gerade wieder ab. Hallo. Oh, ich kriege gleich hier die... Also, nee. Oh, das Ding möchte ich abbauen. Genau, und das möchte ich auf alle Fälle abbauen, weil das ist definitiv auch hinüber. So, und wenn der tuned, hat der bestimmt auch den Luftfilter gefetzt. Da gucken wir schnell mal rein. Na komm, einmal Schräubchen hier, einmal Schräubchen da, einmal Schräubchen dort. So, den untersuchen wir aber erstmal. Heute bin ich ein wenig desorientiert, was das Mausklicken betrifft. So, mal gucken. Ne, der Luftfilter ist sogar in Ordnung. Dann können wir das soweit wieder zusammenbauen. Luftfilterdeckel ist auch in Ordnung. So, und dann kümmern wir uns aber erstmal hier um den Motorbereich. So, okay, gucken wir mal hier. Ja, unten, das ist ganz cool. Das können wir gleich montieren. Zündvorrichtung.
Haben wir die erste schon mal dran. So, dann können wir hier die Zündkerzen wieder reinsetzen. Hallo, Zündkerze. Genau, Zündkerze. Mama mia. So, dann haben wir das hier noch. Okay. Und dann haben wir das hier. Das ist auch soweit okay. So, jetzt brauchen wir das Zündkabel. 77%, das wollte er nicht getauscht haben. Nur das, was defekt ist. So, dann geht's hier weiter. Ah, die Spannriemenscheibe. Ich wusste doch, ich habe was vergessen. Genau, Spannriemenscheibe. Spannriemenscheibe. Unter Wo ist denn die Da ist die Gut, Spannriemenscheibe. So, dann holen wir die noch. Und bevor ich jetzt aber die Luftmassenmesser kaufe. Hallo. Ich würde hier gern. Oh, hinterm Werkzeugwagen hängen geblieben. Mann. So, mal kurz gucken. Genau, Luftmassenmesser. Gut, dass wir nicht gekauft haben. Ich hatte nämlich sowas in Erinnerung, dass wir den reparieren können. Denn das spart uns einen Haufen Geld. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt können wir den ganzen Kladderabums auch hier wieder zusammensetzen. Das Teil würde ich gern zusammenbauen. Genau, den da repariert, instand gesetzt und einmal wieder drauf. Damit ist der Bereich schon mal fertig. So, ach, ich hasse diesen Ölmessstab wie die Pest. So, aber apropos, wenn wir schon dabei sind, gucken wir mal gleich, was mit dem Öl da ist. Müssen wir allerdings in den Demontagemodus. So, Öl sieht gut aus, da brauchen wir aber nichts machen. Okay. Oh, gehen wir denn in den Montagemodus und kümmern uns hier erstmal noch weiter um den Riemen oder um die Riemen. Da haben wir ja auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. So, erstmal den Riemen drauf. So, dann kommt als nächstes der Zahnriemen. So, dann müssen wir da drüben die Spannrolle noch machen. Ach, Riemenspanner heißt das ja. Ich sag mal Spannrolle. Oh, dann das Ding noch drauf. So, das sieht auch schon mal soweit wieder gut aus. Dann schwenken wir einmal nach hinten. So, und können auch hier entsprechend wieder ein bisschen werkeln. Wir werden jetzt hier erstmal die nächsten Zündkerzen einsetzen. So, einmal. So, dann ist nämlich unser Inventar auch so langsam mal etwas wieder geleerter. Also mit 2e. Mann. Ey, ich war doch direkt auf der Zündkerze. Was willst du dann? Also das ist echt nervig teilweise, dass der sich da so anstellt und jedes Mal auch diese komische Zoomerei. Ist ja vom Grundprinzip ganz cool, aber wenn man dann da wirklich so filigran arbeiten muss, macht das manchmal echt keinen Spaß damit. So, und jetzt hauen wir die Motorabdeckung noch drauf. Ich denke mal, hier vorne sind wir mit dem Bereich soweit fertig. Mal kurz gucken, ob es das schon war. Tatsächlich, das war's schon. So, und jetzt müssen wir noch ein Chip-Tuning durchführen. Vorher werde ich aber erstmal unser Inventar bereinigen. Das hat's dringend notwendig. Hier ist nämlich jetzt vieles, was total hinüber ist. Was ich gerne aber erstmal noch verkauft wissen möchte. So, und die Sachen können wir ja leider soweit auch gar nicht alle reparieren. Und ihr seht schon, das ist ein Haufen Zeug, aber der bringt uns auch noch ganz gutes Geld ein. Denn wir sind schon wieder bei 9.700 Euro. Das heißt, wir können eigentlich auch schon wieder mal mindestens ein weiteres Upgrade machen. Ja, aber erst nochmal das Chip-Tuning, dass wir das hier noch durchkriegen. Denn dann ist auch dieser Auftrag fertig und dann ist, glaube ich, auch so langsam die Woche fertig. Ja, wir haben nämlich heute schon wieder Freitag. Das heißt, ja, schon wieder eine Woche voller Schrauberei, voller Arbeiten. Und ja, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir das mit dem Tuning noch gebacken kriegen. Okay, das sieht jetzt alles nicht so toll aus. Da war doch was mit richtigem Verhältnis. Richtiges Verhältnis, dann schreiben wir mal das EEPROM. Dann haben wir das doch relativ zügig auch noch erledigt. 290 PS. So, mal gucken, wie viel wir ihm jetzt dann noch rausgekitzelt haben. Okay, 348 PS nach dem Tuning. Sollte doch ausreichen, denke ich mal. Werden wir jetzt gleich sehen. Ja, muss noch ein bisschen nachlaufen. Ein bisschen abkühlen, dann wird geladen. Und dann schauen wir mal, ob uns das schon reicht. Ich weiß gar nicht, ob da 20% jetzt gereicht haben oder ob wir noch mehr gebraucht hätten. Hab ich Dödel gar nicht drauf geachtet. Mann. Naja, mal schauen. Ah,
Und wie schaut's aus? Auftrag erledigt. Ja, wunderbar. Mindestens 20%. Perfekte Mente. So, jetzt will ich aber erstmal, wie gesagt, noch ein bisschen hier das Tuning verbessern. Unser Tuning sozusagen. Nämlich unser Wissenstuning. 4500 Euro. Ja, damit können wir hier definitiv nochmal was machen. So, für mehr reicht's, glaube ich, nicht, oder? Hab gar nicht geguckt. Würde das sogar reichen, um alles perfekt... Ja, es reicht. Es reicht. Ich kriege ja einen Abgang. So, jetzt haben wir alles auf Stufe 10. Alles perfektioniert. Wir haben alle Fähigkeiten bis zum Maximum gepusht. Haben noch 260 Euro. Davon können wir jetzt nochmal gemütlich essen gehen. Nein, noch ist die Arbeitszeit nicht rum. Wir haben nämlich noch einen weiteren Auftrag vor uns. Und um den kümmern wir uns. Auftrag Nummer 68. Und ja, ab jetzt heißt es eigentlich nur noch Kohle verdienen. Denn wir haben nichts mehr, was wir investieren können in irgendeiner Form. Das bedeutet... So, die letzten 8-9 Aufträge dürften dann so in Richtung reiner Gewinn dann gehen. Mal gucken, wir haben schon 5000 Euro bekommen. Okay, der Motor muss komplett erneuert werden. Ja, also das klingt nach viel, viel Arbeit. Müssen wir da jetzt eigentlich erstmal gucken? Oder wenn der sagt komplett erneuern, ist ja eigentlich... Der Motor muss komplett erneuert werden. Also ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir werden heute nochmal die einzelnen Tests durchlaufen, um mal zu gucken, dass wir so viel wie möglich Informationen kriegen. Achso, wollte ich ja auch mal gerade gucken. Genau, wir haben ja jetzt doch halt einige Teile jetzt gefunden hier. Also auf einmal zeigt er ein bisschen mehr schon an. Das ist gar nicht mal schlecht. Also ein bisschen was hat er schon, aber halt nicht so eine Gruppe oder sowas, sondern irgendwo querbeet verteilt. Ja, also das mit dem Zufallsprinzip ist, glaube ich, einfach nur eine Möglichkeit, noch ein bisschen Geld auszugeben. Richtig direkt sinnvoll eingeschränkt, würde ich mal sagen. So, mal gucken, ob uns dieses Gerät schon mal ein wenig erläutern kann über den Zustand des Motors. Der Motor muss komplett gemacht werden. Also ich sehe bisher Zündkabel und Batterie. Zündkabel und Batterie. Okay, schauen wir mal rein. Ah, Luftmassenmesser ist auch kaputt. Okay, sehe ich auch gerade. Okay, Ölwechsel müssen wir auch machen. Zündkabel vorne sind hinüber. Oh, alle vier Zündkerzen sind hinüber. Ich liebe Zündkerzen. Ja, dann werden wir die auch gleich rausholen. Na gut, so viel ist es anscheinend dann doch nicht, weil zum Beispiel die Lichtmaschine und der Öldeckel, die wichtigsten Teile, der Öldeckel, der ist in Ordnung, der ist grün. Gut, dass wir das geprüft haben. Ich könnte jetzt auch schon wieder drauf wetten. Wollen wir wetten, dass hier unten die Teile auch wieder kaputt sind? Also, Keilriemen kaputt? Natürlich. Zahnriemen kaputt? Natürlich. Spannrolle bzw. Riemenspanner kaputt? Natürlich. Oh, Spannriemenscheibe kaputt. Nein, die ist sogar noch okay. Wasserpumpe, ja, die ist auch kaputt. Also können wir hier entsprechend gleich mal ein bisschen abbauen noch das Ganze. Ja, also erstmal am besten alles auseinanderschrauben, was nicht mehr gut ist. Ich weiß gar nicht, will der die gelben Teile auch? Der will den kompletten Motor erneuert haben. Dann müssen wir, glaube ich, das Ding auch mal gleich wechseln. Obwohl, ist nicht rot, aber egal, wir gucken mal. So, das teste ich auch mal aus Spaß. Warum? Ja, weil wir es können. Okay, der ist aber in Ordnung. So, dann gehen wir mal ein Stück hoch und zoomen wieder raus, denn wir haben hier oben noch ein bisschen was zu tun. Das muss abgebaut werden. Der Luftmassenmesser ist hinüber. Mann, oh Mann, der hat die Karre ja total verbeult. So, Batterie können wir auch gleich rausschmeißen. Aber ich glaube, die können wir sogar wieder so weit reparieren, wenn ich mich da entsinne. Ich denke mal, mit dem Reparieren werden wir viel, viel Geld sparen diesmal. So, hier will ich mal gucken, was der Luftfilter sagt. So, halt, den wollte ich gar nicht ausbauen. Den wollte ich ja wieder einbauen gleich. Aber ist egal, war sowieso kaputt. Gut, gehen wir mal zur Werkbank. Ich glaube, da steht jetzt einiges auf dem Programm. Oh, dann gucken wir mal. Naja, einiges ist gut. Aber zumindest der Luftmassenmesser kann repariert werden und die Batterie kann man in Stand setzen. Das ist schon mal richtig gut. Bringt uns nämlich einiges. So, und dann brauchen wir viel, 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 viel Material. Oh mein Gott. Ja, jetzt geht's wieder los. Mal gucken, ob ich das so weit hinkriege. Ansaugrohr war gelb, da bräuchten wir vielleicht noch kein neues. So, Batterie haben wir gemacht. Benzinpumpe müssen wir auch mal noch gucken bei Gelegenheit.
Ich suche aber eigentlich genau den Keilriemen suche ich. Den brauchen wir definitiv. Dann brauchen wir... Ah, da war da auch noch was mit Scheibe, Riemenscheibe. Moment, Luftfilter brauchen wir auf alle Fälle einen. Luftmassenmesser haben wir repariert. Das ist in Ordnung. Ölfilter brauchen wir auch. Wir sollen ja einen Ölwechsel machen. Aber da probieren wir jetzt gleich mal was ganz Gemeines. So, Riemenspanner. Den testen wir auch gleich nochmal. Und ich glaube, damit haben wir soweit erstmal... Ach, die Zündkerzen brauchen wir ja noch. Zahnriemen war auch kaputt, genau. Und 4 Zündkerzen brauchen wir auch noch. So, dann haben wir das zumindest schon mal drin. Habe ich jetzt 4 Stück? Ich weiß gar nicht. Ich kaufe mal noch eine dazu. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So wie es aussieht, brauchen wir die wohl öfter demnächst. So, und heute überziehen wir mal 1-2 Minuten, weil ich möchte dann doch wenigstens hier die groben Sachen soweit wieder hier zusammenbauen. So, der Deckel ist ja noch okay. So, dann haben wir nämlich hier zumindest schon mal einen Großteil noch erledigt. Okay, das ist durch. Dann hauen wir die Batterie wieder rein. Die ist auch jetzt in Ordnung. Den Luftmassenmesser haben wir auch repariert. Das hat ja uns, denke ich mal, wieder einiges an Geld eingebracht, beziehungsweise Geld gespart. So, die Schraube hätte ich ganz gerne auch noch gedreht. Dankeschön. Okay, den da setzen wir noch rein. Wunderbar. So, dann sind wir bei den Zündkerzen. Da hauen wir auch gleich die neuen rein. So. Okidoki. Die Nummer 2. So, die Nummer 3. Ah ne, haben doch genau 4 Stück gekauft. Haben also doch richtig gemacht. Alles Bombe. Wenn ich die Zündkerze treffen würde, wäre das noch einfacher. Hallo, Zündkerze. Okay. So, das ist auch schon mal soweit in Ordnung. Halt, wir brauchen jetzt hier noch... genau, das brauchen wir noch. Das sieht gut aus. Ölwechsel müssen wir später auch noch machen. Aber das machen wir heute nicht mehr. Das machen wir die nächste Woche. So, wir setzen einfach mal die wieder ein. Mal gucken, ob das so funktioniert. Okay, das passt auch. Oh, die Wasserpumpe habe ich gar nicht gecheckt. Nicht, dass die jetzt auch noch kaputt ist. Werden wir gleich mal prüfen. Sonst muss ich nämlich den ganzen Kladderabums wieder abbauen. Ich dachte eigentlich, die hätte ich getestet. Aber gut. Ja, Glück gehabt. Wasserpumpe ist noch in Ordnung. Gut, Anlasser ist auf gelb. Ansonsten haben wir den Bereich soweit wieder in Ordnung gebracht. Ölwechsel müssen wir noch machen, wie gesagt, da haben wir noch was vor uns. Ansonsten, glaube ich, sind wir dann motortechnisch ganz gut dabei. Für 3,5 war ja auch eine Menge. Ja, oder meint er mit dem komplett erneuern, dass wir alles in Neuteile packen müssen? Das ist halt so die andere Überlegung. Da könnt ihr mal reinschreiben bis Wochenende, was ihr dazu denkt. Nächste Woche lösen wir dann das Ganze auf, wenn ich die nächste Staffel aufnehme. Dann gucken wir mal, wie da eure Ideen sind und ob das so passt oder nicht. In diesem Sinn, für heute sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Servus und tschüss.